Ich will eine scharfe Großkaliberpistole. Legal. Wie komme ich daran? Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. For the English-speaking audience, this video is a very detailed report about how to legally get a gun in Germany. It is directed at German citizens and therefore I use the German language. If you are interested in this for whatever reason, go to this time code and I will give you an abbreviated version in English. Thanks. So, zurück zum Deutsch. Oh Mann, dieses Video wird mir sicher noch viel mehr Hater bescheren, als ich ohnehin schon habe. Aber damit muss ich leben. Im Vorhinein bedanke ich mich bei den ganzen Gutmenschen-YouTubern, die jetzt sicher wieder Reaction-Videos machen und in denen ich gern, naja, kritisiert, beschimpft, alles Mögliche werde. Das ist schon okay, das bringt mir nur noch mehr Views. Eines möchte ich aber klarstellen. Ich bin kein Schwurbler, ich mag keine Extremisten, egal ob rechts oder links. Ich unterstütze die Ukraine, ich bin dreifach geimpft und meine politische Meinung ist liberal bis konservativ. Also ich wähle meist je nachdem die FDP oder die CDU. Es gibt etliche Impostors auf Telegram etc., die unter meinem Namen alles Mögliche posten. Aber meine echten Seiten finden sich allesamt auf meiner YouTube-About-Seite. Nur die sind echt. Hassen werden mich aber jetzt auch die Sportschützen und Jäger, weil ich aufzeige, worüber man lieber schweigen möchte. Dass nämlich in der Tat viele WBK-Besitzer nur sportlich bzw. jagdlich schießen, um legal eine Waffe besitzen zu dürfen. Vorweg, ich bin zwar Waffenhändler, aber wir verkaufen nur freie Waffen. Ich habe also keine wirtschaftlichen Interessen an diesem Video, keinen Eigennutzen. Im Gegenteil, wer eine scharfe Waffe besitzt, der wird wohl eher keine Repetierarmbrust und auch kein freies Luftgewehr von uns kaufen. Aber zurück zum Thema. Dieses Video richtet sich an alle diejenigen, die sich gern legal eine moderne, scharfe Handfeuerwaffe, also eine Großkaliberpistole oder ein Großkaliberrevolver, zulegen wollen, um diese zur Selbstverteidigung im Notfall nutzen zu können. Ich betrachte hier auch nicht die Themen wie Notwehr und Notstand und ich gehe auch nicht auf die Nützlichkeit bzw. Sinnhaftigkeit von scharfen Schusswaffen bei Einbrüchen etc. ein. Dazu habe ich schon andere Videos gemacht. Eine Liste mit Links findet ihr unten im Text. Ja, scharfe, moderne Feuerwaffen, die darf man in Deutschland nur mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis besitzen. Die Hürden dafür sind ziemlich hoch. Ich erkläre euch in diesem Video ganz genau, wie hoch sie sind und ich gebe euch auch eine Einschätzung, wie viel Geld und Zeit ihr investieren müsst. Das ist nämlich gar nicht wenig. So, nun wisst ihr, worum es geht. Kommen wir jetzt zum Adressatenkreis, denn der ist kleiner, als man denken mag. Also an wen richtet sich dieses Video? Zuerst, wenn du dem rechten oder linken Lager angehörst und das auch auslebst bzw. ausleben möchtest, dann spar dir die Mühe des Weiterschauens. Reichsbürger, Mitglieder von Parteien, die vom Verfassungsschutz auch nur beobachtet werden. Teilnehmer von Schwurbler-Demos etc. haben bereits jetzt kaum Chancen auf eine WBK und die nächste Waffenrechtsnovelle wird das nochmal ganz klar verschärfen. Ja, gleiches gilt auch für Menschen mit psychischen Problemen. Du hast in den letzten paar Jahren eine Verurteilung kassiert, egal weswegen, ja, dann klick weg. Man wird dir nämlich auf lange Zeit keine WBK mehr zubilligen. So ist das. So, nun dürften hier nur unbescholtene, volljährige, geistig gesunde Bürger sein, die auf dem Boden unserer Verfassung stehen. Naja, alle anderen sind ja weg. Aber leider müssen wir noch ein bisschen weitermachen mit dem Aussieben. Als nächstes fliegen nämlich alle die Leute raus, die ein Problem haben zu lügen. Ja, also tschüss, ihr lieben Fremdgehgesteher und selbst Falschparkanzeiger, denn ihr müsst lügen, wenn ihr in Deutschland eine Waffe zur Selbstverteidigung legal erwerben möchtet. Euer Wunsch nach einer Waffe wird nämlich hier nicht anerkannt. Ihr müsst so tun, als ob ihr Olympiasieger im Pistolenschießen werden, ob ihr süße Rehe erschießen oder in euren vier Wänden ein großartiges Schusswaffenmuseum errichten wolltet. Und diese Lüge, die werdet ihr dann euer ganzes Leben lang wiederholen müssen und aufrechterhalten müssen. Sonst heißt es her mit der Waffe. Ihr werdet Freunde, Bekannte, Verwandte, Vereinskameraden, Ausbilder und natürlich auch die Behörden dreist anlügen müssen. Das ist zwar nicht verboten, aber ethisch ist das nicht so ein tolles Gefühl. Naja, Dinge, die ich haben will und Sachen, die ich dafür tun muss. Als letztes müssen jetzt alle armen Schlucker abschalten, denn die Kosten eines legalen Püsters gehen weit über den Kaufpreis der Waffe selbst hinaus.
Waffentresor, Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Munition zum Üben etc. etc. Kosten, Kosten, Kosten. Naja, wir sind leider immer noch nicht am Ende mit unserer Ausschlussliste. Ihr habt nie Zeit, der Job, die Family, die Hobbys, dann vergesst die Waffenbesitzkarte. Ihr müsst viel, viel Zeit aufwenden, um die Waffe zu bekommen. Und auch danach, nach dem Kauf, das ist noch lange nicht vorbei. Ihr liebt die Sicherheit eurer vier Wände. Ungebetener Besuch ist euch zuwider. Tja, schlechte Nachrichten. Wenn ihr eine WBK habt, dann können die Behörden jederzeit unangemeldet bei euch auftauchen und eure Waffen überprüfen. Und zwar ganz ohne Durchsuchungsbeschluss natürlich. Also immer schön den Bubatz in der Schublade verstecken, das Geschirr wegspülen, die leeren Wodka-Pullen entsorgen und die stinkigen Socken in die Wäsche schmeißen. Was sollen die Beamten denn sonst von euch denken? Ja, so, liebe Unbescholtene, Volljährige, geistig Gesunde, Verfassungstreue, Ordnungsliebende, Solvente, notorische Lügner und Lügnerinnen mit viel Freizeit. Jetzt ist es aber soweit. Wir kommen zur Sache. Also in Deutschland erhält man nur dann eine Waffenbesitzkarte, wenn man ein anerkanntes Bedürfnis geltend machen kann. Ja, das Gesetz nennt die Sorte von Bürgern, die dafür in Frage kommen. Hier ist die Liste. Gefährdete Personen, Sportschützen, Brauchtumsschützen, Waffenhändler oder Munitionssammler, Jäger, Waffen- oder Munitionssachverständige, Waffenhersteller oder auch Waffenhändler, Bewachungsunternehmer, das ist die letzte Kategorie. Eine wirklich sehr heterogene, also gemischte Gruppe, oder? Ja, das stimmt. Die Voraussetzungen unterscheiden sich natürlich auch in Theorie und Praxis sehr stark voneinander. Deswegen gehen wir jetzt im Laufe dieses Videos alles mal ganz genau durch. Ich habe dieses Video in Kapitel unterteilt. Ihr müsst euch also nicht alles anschauen. Sucht euch einfach die Sorte von Lüge aus, die euch am besten passt und springt gezielt an die entsprechende Stelle. Gefährdeter Person? Na, damit fangen wir mal an. Hier habe ich doch mein Bedürfnis, werden jetzt viele sagen. Kurz und knapp, vergesst das. Selbst wenn ihr eine Wohnung im Parterre direkt am Frankfurter Bahnhof habt oder Juwelier in Duisburgs schlimmsten Kiez seid, die Behörden werden euer Bedürfnis nicht anerkennen. Das wird hierzulande unglaublich restriktiv ausgelegt. Ich persönlich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, in dem eine WBK aufgrund der persönlichen Gefährdung ausgestellt wurde. Das ist zwar eine Schande, aber leider die Realität. Bereits für die Waffenbesitzkarte liegt die Hürde für gefährdete Personen unheimlich hoch. Es muss wirklich eine deutlich höhere Gefährdung vorliegen im Vergleich zur Allgemeinheit. So richtig schwierig wird es, wenn der Antragsteller dann auch noch einen Waffenschein haben möchte, also die Waffe auch in der Öffentlichkeit tragen will. Ich persönlich kenne niemanden, dem ein solcher Waffenschein ausgestellt worden ist. Aber aus Hörensagen sind mir Fälle bekannt geworden, bei denen erfolgreich ein Waffenschein beantragt wurde. Also Richter, Staatsanwälte, was weiß ich, die Mafia-Prozesse führen, aber auch große Blogger mit kontroversen Themen, jedenfalls dem Vernehmen nach. Mit Ausnahme der Staatsdiener führt der Weg zu einem Waffenschein aber eigentlich immer über die Gerichte. Die Behörden agieren äußerst restriktiv. Kommen wir nun zu den Sportschützen. Der Weg über das Sportschießen ist ganz klar die weit verbreitetste Methode, um in Deutschland legal in den Besitz einer Schusswaffe zu kommen. Allein der größte anerkannte Schießsportverein, DSB, hat ca. 1,4 Millionen Mitglieder, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die sind natürlich alle im Besitz einer WBK, aber das sind deutlich mehr Mitglieder als die Gesamtzahl der Mitglieder aller im Bundestag vertretenen Parteien zusammen. Es gibt natürlich keine Zahlen dazu, aber ganz sicher sind viele dieser Sportschützen nur deshalb in einen Verein eingetreten, um eine Schusswaffe zu bekommen. Man ist da also in guter Gesellschaft. Das sind nicht alles prospektive Olympiasieger. Aber wie kommt man nun an so eine WBK für Sportschützen? Idealerweise natürlich für eine großkalibrige Pistole mit großer Kapazität, Magazinkapazität. Also ich empfehle zunächst die Auswahl eines Vereins, der einen Schießstand besitzt, mit dem man Großkaliberpistolen auch schießen kann. Viele Vereine verfügen nämlich nur über so einen Luftgewehrstand, vielleicht noch über so eine 50 Meter Kleinkaliberbahn. Ja, das ist natürlich ungeeignet, wenn ich eigentlich eine Großkaliberpistole haben will. Je größer der Verein ist, umso besser ist das, denn dann fällt es einfach weniger auf, wenn man sich eigentlich nicht für das Sportschießen interessiert. Ich würde einfach per E-Mail oder Kontakt
oder Telefon Kontakt aufnehmen und einen Vorstellungstermin machen. Dabei ist es dann sehr zu empfehlen, nicht mit der Luftpistole anzufangen, obwohl das in vielen Vereinen eigentlich quasi so gefordert wird. Gleich auf die Großkaliberpistole zu gehen, das erzeugt zwar vielfach Misstrauen, aber wenn man jetzt einen Verein gefunden hat, der das trotzdem unterstützt und einen auch gleich an die Großkaliberpistole lässt, dann kommt man einfach schneller zur WBK. Sonst muss man ja Ehrenrunde drehen mit der Luftpistole. Ja, man hat dann eben das Jahr des nötigen Trainings mit der Großkaliberwaffe zügig hinter sich gebracht. Ja, und dann kann man durchaus den Wunsch nach einer eigenen Waffe vortragen und auch natürlich dann den notwendigen Sachkundekurs absolvieren. Nach 1 bis 1,5 Jahren, schneller wird das nicht zu machen sein, ist es soweit, man kann mit dem Segen des Vereins den WBK-Antrag stellen. Aber auch nach Erhalt der WBK muss man weiter Mitglied im Verein bleiben und regelmäßig trainieren. Sonst wird einem die WBK nämlich schnell wieder abgenommen. Die Trainingssitzungen müssen protokolliert werden. Ja, die Waffenbehörden prüfen das ganz genau nach. Ja, Kosten, da kommt was zusammen, das kann ich euch schon sagen. Also im Vorfeld der WBK muss man natürlich viel mit einer Vereinswaffe oder mit einem geliehenen Exemplar trainieren. Also ich würde mal sagen, mindestens 800 Euro an Munitionskosten fallen während dieses Jahres an. Die Waffe selbst wird natürlich auch Geld kosten, mindestens 500 Euro. Können natürlich auch schnell mehr werden. Man kann auch 2,5 für so eine Waffe ausgeben. Dazu kommen dann die Aufnahmegebühren, vielleicht 50 Euro. Die Mitgliedsbeiträge, die liegen so bei 50 bis 100 Euro pro Jahr. Der Sachkundekurs, 200 Euro. Ja, es fallen natürlich auch Gebühren für die WBK und die anschließenden Überprüfungen der sicheren Aufbewahrung und der Zuverlässigkeit an. Ich würde mal schätzen 50 Euro pro Jahr. Zum Training braucht man Munition, sicher bestimmt 30 bis 50 Euro pro Monat. Ein zugelassener Kurzwaffentresor, der kostet so 400 Euro. Also einmal Kosten 2.000 bis 3.500 Euro, je nach Waffe. Laufende Kosten 750 bis 800 Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Ja, und ganz wichtig, erzählt bloß niemanden, was der wirkliche Grund für eure Mitgliedschaft ist. Auch nicht bei den durchaus üblichen feuchtfröhlichen Festen, die in Schützenheim gern mal abgehalten werden. Ja, kommen wir jetzt zu den Leuten mit der Brauchtumspflege. Denn die gibt es tatsächlich. Das sind so bewaffnete Trachtengruppen, also jetzt nicht abfällig. Aber die haben manchmal auch Waffen dabei. Das sind aber keine Waffen, die sich für die Selbstverteidigung eignen, sondern uralte Püster in der Regel, wenn überhaupt. Dekorativ, aber nutzlos. Ja, mir ist kein einziger Verein oder Verband bekannt, der moderne Handfeuerwaffen zur Brauchtumspflege zulassen würde. Wir können hier also einen Haken dran machen, ungeeignet. Ja, Sammler, Waffen- oder Munitionssammler. Die rote Karte, die bekommen in Deutschland die Glücklichen, die eine WBK für Sammler erlangt haben. Und das ist eine tolle Sache. Man kann mit dieser WBK beliebig viele Waffen unproblematisch kaufen. Ist keine vorherige Genehmigung erforderlich. Also einfach zum Waffenhändler, WBK vorzeigen, Waffe kaufen, anschließend zur Behörde traben und die Waffe dann eintragen lassen. Ja? Viele Sammler haben deutlich mehr als 100 Waffen auf ihrer roten WBK. Ja, man kann natürlich auch die zugehörige Munition sammeln, die darf man dann auch kaufen. Mit den Waffen darf man auch schießen, natürlich nur auf zugelassenen Schießständen. Ja, auf vielen kommerziellen Schießständen kann man übrigens die Munition auch direkt erwerben, auch ganz ohne Erwerbsberechtigung. Man darf dann aber keine Patronen mit nach Hause nehmen. Das heißt, man muss alle diese Patronen dann am Schießstand verschießen. Ja, oder hinterlegen, das machen die auch. Ne? Dann kann man halt beim nächsten Mal weiter ballern. Es gibt hier aber ein paar sehr hohe Hürden zu überwinden für die Sammler WBK. Man muss nämlich die Sammelgebiete ganz präzise benennen. Und hier sind die Kriterien wirklich streng und die werden ständig strenger. Ne? Pistolen von 1920 bis 1990, das wäre heute als Sammelgebiet einfach chancenlos, würden sie nicht genehmigen. Kurzwaffen der RAF und der zu ihrer Bekämpfung eingesetzten Polizeieinheiten aus der Zeit von 1968 bis 1998, ja, das wäre vielleicht denkbar. Hier hätte man in der Tat eine ziemlich große Auswahl an modernen Waffen, also Pistolen und Revolver, gleichermaßen. Ne? Die Polizei, die Terroristen, die waren gut bewaffnet. In jedem Fall ist aber ein Sachverständigengutachten erforderlich, das natürlich den Umfang und auch die Bedeutung der geplanten Sammlung detailliert erläutert. Man braucht wirklich viel Zeit, um so eine rote WBK zu bekommen. Man muss sich nämlich intensiv mit dem Sammelgebiet beschäftigen, denn oft wird die Behörde einen dann zu einem Gespräch einladen und dann wird ganz genau geprüft, wie viel spezifische Ahnung man von dem geplanten Sammelgebiet eigentlich hat. Ja, und wenn das nicht viel ist, dann gibt es keine WBK. Die WBK ist noch dazu dann auch noch sauteuer. Der Preis für ein Gutachten, schnell 1.000 Euro. Und auch die WBK selbst kostet, so vielleicht 200 Euro. Man wird dann außerdem einen speziell gesicherten Waffenraum benötigen, denn ein Tresor reicht da nicht. Das muss man mit der Aufsichtsbehörde genau abstimmen und das sind schnell 5.000 Euro und mehr.
Ja, dann kommen natürlich noch die Waffen, denn es wird dann natürlich auch erwartet, dass man die Sammlung ernsthaft aufbaut und nicht nach einer einzigen Knarre dann Funkstille eintrifft. Natürlich wird auch hier ein erfolgreich absolvierter Sachkundekurs benötigt. Insgesamt muss man mit mindestens ca. 10.000 Euro Initialkosten und mit mindestens 1.000 Euro laufende Kosten pro Jahr rechnen. Ja, kommen wir jetzt zu den Jägern. Jäger sind im deutschen Waffenrecht sehr, sehr privilegiert. Sie sind ganz klar die Gruppe unter den Waffenbesitzern, die am wenigsten gegängelt werden. Ja, vielleicht liegt das daran, dass viele Politiker gern selbst auf die Jagd gehen. Wir können das natürlich nur vermuten. Ja, um eine WBK für Jäger zu kommen, muss man die Jägerprüfung absolvieren, und zwar vor der jeweiligen Landesbehörde. Diese Prüfung ist ganz sicher nicht leicht. Ohne Vorbereitung ist man vollkommen chancenlos. Man nennt diese Prüfung deshalb auch das grüne Abitur. Die Anwärter müssen unbedingt einen Kurs absolvieren. Es gibt etliche spezialisierte Anbieter, sogenannte Jagdschulen. Und solche Kurse, das sind dann entweder Einzelsitzungen über Wochenenden verteilt. Das braucht dann so 12 Termine über ein ganzes Jahr. Man kann aber auch so komprimierte Kompaktkurse machen, Intensivkurse, die dauern dann 2 oder 3 Wochen, dann jeden Tag. Die Kosten allein für den Kurs 2.000 Euro, natürlich plus Anreise, Unterbringung, Verpflegung, kommt alles noch dazu. Die Prüfung erfolgt dann meist direkt anschließend. Eine getrennte Sachkundeprüfung ist dann nicht mehr erforderlich, die ist sozusagen schon integriert. Ja, hat man diese Hürde genommen und die Prüfung bestanden, dann beginnt der paradiesische Teil des Jägerdaseins für den ambitionierten Waffenfreund. Denn alles, was man jetzt tun muss, ist, den Jahresjagdschein zu lösen, ne, bei der Behörde. Nimmt man den gleich für 3 Jahre, dann gibt man noch ein bisschen Rabatt. Das liegt so je nach Land zwischen 50 bis 200 Euro. Also zwischen 17 und 67 Euro pro Jahr. Mit dem Jahresjagdschein in der Hand kann man dann sofort eine Langwaffe erwerben und dann auf eine WBK eintragen lassen anschließend. Ja, und man kann als Jäger Langwaffen in beliebiger Zahl ohne jeden Voreintrag erwerben. Man braucht dazu nicht mal eine WBK. Die wird dann erst hinterher aktualisiert. Also eine Pumpgun vielleicht? Ja, ab zum Waffenhändler, den nagelneuen Jahresjagdschein vorlegen, kaufen, gleich mitnehmen, inklusive Munition natürlich. Ja, dann innerhalb von 2 Wochen in eine WBK eintragen lassen, fertig. Ein Jäger, der darf auch 2 Kurzwaffen, also Pistolen und Revolver besitzen, benötigt aber dazu einen sogenannten Voreintrag. Also Pistole Kaliber 9mm oder Revolver Kaliber 44 Magnum eintragen lassen, dann die Glock 17 oder die S&W 629 kaufen und registrieren. Zack. Ja, du findest Rehe süß und hast kalte Nächte auf zugigen Hochsitzen? Das ist kein Problem. Als Jäger musst du nicht nachweisen, dass du die Tätigkeit auch wirklich ausübst. Du kannst dein ganzes Leben lang alle deine Waffen behalten, solange du jedes Jahr den Jahresjagdschein löst, also bezahlst. Auch wenn du kein einziges Mal auf die Jagd gehst. Niemand wird jemals prüfen, ob du auch nur einen Fuß in einen Wald setzt oder nicht. Ja, du musst auch keine für die Jagd geeignete Waffe kaufen. Ist überhaupt nicht notwendig. Du willst einfach nur eine Glock? Ja, fertig. Das ist völlig okay. Brauchst keine Langwaffe. Aber es ist ja nicht schlecht, dass man sich zusätzlich auch noch eine Mossberg 500, Pumpgun oder ein AR-15 Sturmgewehr kaufen darf, oder? Kann man zwar nicht mit auf die Yacht gehen, aber trotzdem schön zu haben. Ne? Schalldämpfer, Nachtsichtsvorsatzgeräte für Zielfernrohre, das ist für Jäger alles kein Problem, das ist zulässig. Auch hier sollte man aber das Lügen einigermaßen drauf haben. Also die Jagdschulen, die wollen natürlich eigentlich nur ernsthafte Kunden ausbilden. Bemerkt man, dass es dir nur um die Knarren geht, ja, dann ist schnell ein Rauswurf im Gespräch. Also immer schön das hohe Lied des edlen Jägerdaseins singen. Dann klappt's auch mit dem Jagdschein. Natürlich kommen auch hier die Kosten des Waffentresors dazu. Ja, also nochmal zu den Kosten. 3.000 Euro muss man für den Kurs und die Unterbringung rechnen. 300 Euro Gebühren. Mindestens 400 Euro für den Tresor. Bei Langwaffen sind es eher 1.500. Das ist der Tresor größer und teurer. Mindestens 500 Euro für die Waffe. Ja, und dann natürlich die 17 bis 66 Euro für den Jahresjagdschein. Initial ca. 4.200 Euro und dann 17 bis 66 Euro pro Jahr. Ja, kommen wir jetzt zu den Munitionssachverständigen und Waffensachverständigen. Auch die kriegen die rote WBK, aber die Anforderungen sind eher noch höher als bei den Waffensammlern. Man muss glaubhaft machen, dass man tatsächlich diesen Beruf ausübt und dafür auch qualifiziert ist. Ein Büchsenmachermeister oder ein Maschinenbauingenieur, der gerichtliche Waffengutachten schreibt. Ja, das könnte klappen. Oder Waffenhersteller berät. Auch das könnte funktionieren. Aber als Vehikel zur Erlangung einer Waffe für die Selbstverteidigung ist dieser Weg einfach nur idiotisch, rein gar nicht geeignet. Und wir wollen das deswegen hier auch nicht weiter vertiefen.
Waffenhersteller oder Waffenhändler, auch die bekommen Erlaubnisse. Ne? Also klar, das sind sogar die geilsten Erlaubnisse, die man sich überhaupt wünschen kann, denn die sind unglaublich umfassend. Also eine bessere Erlaubnis gibt es nicht im deutschen Waffenrecht. Denn es handelt sich jetzt hier nicht um Waffenbesitzkarten, sondern um behördliche Waffenhandels- bzw. Waffenherstellungserlaubnisse. Ja, der Inhaber von so einer Erlaubnis, der darf Waffen containerweise kaufen, wenn er das denn so will. Es ist überhaupt keine spezifische Genehmigung erforderlich. Man kann also bei Heckler & Koch anrufen und 2000 USB-Pistolen bestellen. Nach der Lieferung werden die Waffen dann im nationalen Waffenregister eingetragen und fertig ist die Laube. Hat man nicht nur eine Handels-, sondern sogar eine Waffenherstellungserlaubnis, dann darf man sich seine Waffen sogar gleich selbst bauen. Der Weg zur Waffenherstellungserlaubnis aber ist ziemlich weit und steinig. Man nennt das Büchsenmacher-Meisterausbildung. Man braucht dazu richtig den Meisterbrief. Die Ausbildung bis dahin dauert mindestens circa 7 Jahre. Geselle, Meister, Prüfung. Aber dann kann man eben sowohl eine Herstellungs- als auch eine Handelserlaubnis ohne weiteres sofort bekommen. Die Waffenhandelserlaubnis aber, die ist auch für Quereinsteiger offen. Man muss einfach nur eine Prüfung vor der IHK ablegen. Dazu muss man zunächst einen Antrag bei der zuständigen Waffenbehörde stellen, also die Polizei zum Beispiel. Die prüft dann die Zuverlässigkeit und zwar unter verschärften Bedingungen. Also nur absolut unbescholtene Bürger haben hier eine Chance. Man wird auch die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, also die Eröffnung eines Waffengeschäfts, checken. Und erst wenn man davon überzeugt ist, dass das alles in Ordnung ist, dann wird man den Aspiranten bei einer IHK seiner Wahl anmelden. Ja, die meisten Prüfungen, die finden in Suhl statt, typische Waffenstadt. Viele andere IHKs haben nämlich nur 1 oder 2 Prüfungstermine im Jahr, bei Suhl jeden Monat. Man kann dann hingehen, wo man möchte. Die Prüfung selbst ist ziemlich heftig. Interessanterweise sind die Prüfer nämlich meistens Büchsenmachermeister, die eigentlich nicht der Meinung sind, dass branchenfremde Personen mit Waffen handeln sollten. Wir wollen das nur den Büchsenmachermeistern vorbehalten. Punks haben also hier keine Chance. Also lasst die Hells Angels Kutte einfach zu Hause, bedeckt die schlimmsten Tattoos mit einem Parka oder mit Kleidung. Ja, es gibt nämlich keine festen Prüfungsfragen und auch kein Protokoll. Die Prüfer machen das ganz nach Gusto. Ja, und finden die den Prüfling blöd, ja, dann ist er eben durchgefallen. Auch hier gibt es natürlich Kurse mit recht auch gute Fachliteratur. Ohne Vorbereitung ist man komplett chancenlos. Aber in der Prüfung ist auch die Praxis wichtig. Kann der Prüfling zum Beispiel Waffen richtig einordnen? Geht er sicher mit den Waffen um? Ja, mit der Mündung mal einmal kurz durch den Raum schwenken, das bedeutet durchgefallen. Und es ist auch richtig so. Naja, jedenfalls, nach der bestandenen Prüfung kann man dann die Waffenhandelserlaubnis beantragen und dann Gewerbe dazu anmelden. Ja, die Hürden sind aber danach immer noch nicht überwunden, weil die Behörde wird nach einiger Zeit einfach mal vorbeischauen und mal gucken, wie denn der Geschäftsbetrieb so läuft. Ja, vor allen Dingen wird man darauf schauen, ob denn mit der sicheren Aufbewahrung auch alles in Ordnung ist. Das, man wird dann sehen, ist das wirklich ein ernsthafter Waffenhandel oder nur eine Ausrede, weil ich Waffen kaufen wollte. Tja, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist Ende mit der Erlaubnis. Also man braucht vernünftige Tresore, eine gute Webseite, möglichst hohe Umsätze, das ist alles hilfreich. Einfach nur eine Glock kaufen und dann ab in den Kurzwaffentresor neben dem Bett, das ist nicht nachhaltig. Das wird nicht dazu führen, dass man das behalten darf. Und es ist auch teuer. Es kommen nämlich die laufenden Kosten des Gewerbebetriebs auf den Inhaber der Handelserlaubnis zu. IHK-Gebühren, Steuererklärung und so weiter. Ja, diese Form der Erlaubnis ist extrem zeitaufwendig und teuer. Nur um eine einzige Waffe zu bekommen, ist das sicher nicht der richtige Weg. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Gruppe, nämlich die Bewachungsunternehmer. Also warum nicht einfach einen auf Bodyguard machen und auf diese Weise nicht nur eine Waffe zu besitzen, sondern sie auch noch ganz legal mit sich rumschleppen zu können? Das wär's doch, oder? Ja, im Grunde stimmt das. Personenschützer sind so ziemlich die einzigen Zivilisten, die in Deutschland legal eine scharfe Schusswaffe tragen dürfen. Nur dieser Personenkreis, der kann auf einen großen Waffenschein hoffen. Andere kriegen den in der Regel nicht. Privatpersonen wird der Waffenschein verweigert. Fast immer mit dem Hinweis, ja, sie können ja einen Leibwächter engagieren. Aber klar, das geht. Aber das geht nur, wenn man den Leibwächtern das Tragen von Waffen dann auch erlaubt. Und deshalb ist das so. Aber die Hürden hängen hoch. Denn ähnlich wie beim Waffenhandel benötigt man zur Ausübung des Bewachungsgewerbes eine behördliche Erlaubnis. Und die gibt's nicht so einfach. Neben der Zuverlässigkeit wird auch geprüft, ob der Antragsteller in sogenannten geordneten finanziellen Verhältnissen lebt, also keine Schulden hat etc. Die größte Hürde ist aber die erforderliche Sachkundeprüfung, die man als Seiteneinsteiger immer ablegen muss. Also
ehemalige Polizisten, Personen mit einem einschlägigen Berufsabschluss, die sind davon ausgenommen. Aber alle anderen Antragsteller müssen sich dieser Prüfung wieder von der IHK unterziehen. Das ist eine schwierige Prüfung, aber die ist durchaus schaffbar. Immerhin muss jeder Türsteher auch so eine ablegen. Und man benötigt auch die entsprechende Vorbereitung, dann klappt das. Ja, hier bieten sich Kurse an, die gibt es, auch Literatur. Wenn man jetzt die Gewerbeerlaubnis bekommen hat, dann kann man eine WBK beantragen. Aber auch dafür ist es wieder notwendig, nachzuweisen, dass man wirklich eine Waffe benötigt und die Bewachung nicht auch ohne geht. Schriftlicher Auftrag seitens eines Kunden, der da reinschreibt, also Waffentragen ist bei für mich Bedingung, das kann man machen. Am besten so als längerfristigen Auftrag, zum Beispiel die regelmäßige Durchführung von Geldtransporten für eine Bank. Ja. Einfach nur behaupten, man bräuchte die WBK schon, um die Aufträge zu bekommen, das nützt in der Regel nichts. Es muss schon sowas Schriftliches vorliegen. Und der Kunde, der muss auch nachweisen, dass er besonders gefährdet ist, was meistens durch eine Analyse des zuständigen Landeskriminalamts durchgeführt wird. Und die sind kritisch. Es ist nicht einfach, einen Kunden zu finden, der bereit ist, Monate zu warten, bis der Sicherheitsunternehmer endlich eine Waffe hat. Deswegen gehen viele Leute den Trick über die Tätigkeit als Subunternehmer für Bewachungsfirmen, die bereits Firmenwaffenscheine haben. Aber für einen Branchenneuansteiger dürfte das schwierig sein. Wer kennt schon so jemanden? Nach der Erteilung der WBK, dann kann man dann auch noch die Hürde des Waffenscheins in Angriff nehmen. Auch hier muss man wieder nachweisen, dass man diesen benötigt. Ja, also beim Geldtransport ist das eigentlich in der Regel immer der Fall. Aber dann darf man die Waffe eben auch nur während dieses Jobs tragen. Also im Geldtransport ja, aber nicht abends in der Kneipe. Nee, das geht nicht. Alles in allem ist aber auch dieser Weg zur Waffe wirklich idiotisch für jemanden, der nur eine Handfeuerwaffe zur Selbstverteidigung will. Ja, man muss den Beruf des Sicherheitsunternehmers wirklich ausüben. Ein zu hoher Preis für die meisten. Ja, natürlich kommen auch hier die Kosten eines Unternehmens hinzu, inklusive der notwendigen Versicherung. Haftpflichtversicherung zum Beispiel ist Bedingung. Was ist denn jetzt unser Fazit? Also wer eine WBK zum Erwerb einer scharfen Handfeuerwaffe haben will, dem bleiben eigentlich nur die Optionen Sportschütze oder Jäger. Der Sportschützenweg ist über die Laufzeit gerechnet teurer und erfordert wesentlich mehr Zeit, sowohl Vorerteilung als auch Nacherteilung. Der Weg über den Jagdschein, der ist langfristig preiswerter und geht auch schneller. Zudem hat man nach der Erteilung keine Last mit lästigen Überprüfungen. Alle anderen Optionen sind schwierig, teuer, unsicher. Ich empfehle daher ganz klar den Weg über den Jagdschein. Ja, zu meinen Qualifikationen noch kurz. Ich bin nicht nur der wahrscheinlich reichsweistenstärkste Waffen-YouTuber Deutschlands, sondern ich bin auch internationaler Waffenhändler mit einer behördlichen Waffenhandelserlaubnis für die Gogun GmbH, deren Geschäftsführer und Gesellschafter ich bin. Die dazu nötige Fachkundeprüfung für den Waffenhandel habe ich vor der IHK Suhl abgelegt. Zudem besitze ich insgesamt 5 Waffenbesitzkarten mit derzeit, ich glaube, 35 eingetragenen Schusswaffen. Okay, hello again. You found the abbreviated English version. In Germany, you have to get a license in order to buy or own modern firearms. For that license, you have to prove that you have a true reason to get a gun, as the German government wants to keep the number of guns in the hands of civilians as low as possible. People that have a chance to get a firearms license are listed in the gun laws. Endangered people, sports shooters, traditional shooters, collectors of guns and ammunition, hunters, court-accredited weapon experts, or gun manufacturers, dealers. Then security firms. The reasons stated in your license application must fall into one of the above stated categories, or else no chance to get the approval. You must also have a perfectly clean criminal record. You must not belong to a party or group that seeks to change or remove the constitution. You must prove that you know your way around guns. And last not least, you must lie in case your true reason for wanting a gun is that you just want to defend you and yours with it. Home or self-defense is not an acceptable reason for normal, honest citizens in Germany. So if you simply want a gun for defense, you must say that you want it for sports or hunting, even if you have zero plans to get into these activities ever. In this video, I look deeply into all of the categories stated above and analyze each one for the suitability from the perspective of an upright citizen
that in reality just wants a gun. The conclusion, the only halfway acceptable ways, is either you saying that you want a gun for sports shooting or hunting. Getting a gun as a sports shooter is expensive. You have to invest about 1500 euros initially for the training, ammo, and a gun safe. The price for the gun itself is not even included in this. It takes you at least 1 year to get the license. Afterwards, you must go shooting quite frequently, or else the guns will be taken from you. This requires constant expenses for ammo, at least 750 euros per year, ever increasing as ammo gets more expensive over time. Getting a gun as a hunter is initially very expensive, as you have to pass a really hard exam. It's called the Green Hunting Diploma. You have to enroll in a specialized school, either 12 weekends over the course of a year or 3 weeks in a single block. Then you have to pass that exam, and it's held by the authorities, not easy. Afterwards, you just have to pay a fee, every year between 17 and 66 euros, for as long as you want to keep your guns. Cost 3,000 euros for the school and the lodging, 300 euros fees, 400 euros for a gun safe, or 1,500 if you want to own long guns. You can buy two handguns and as many rifles as you want, even an AR-15 is possible. Afterwards, you just pay the annual fee, 17 to 16 bucks, and then you can keep your guns forever. You never actually have to hunt. Nobody controls this. So the conclusion is that the hunting license is the best way to get a legal firearm in Germany. Of course, you can not carry your guns in Germany, except if you can prove that you are in great personal danger, or if you are on a hunt, of course. If you are a prosecutor for mafia cases, you may get one permit for carrying it. Otherwise, nobody ever gets a carry permit. Well, anyway, I hope you like this. Thanks and bye-bye.